du auch gleich. Komm schon. Jetzt muss ich mir den scheiß Orkschaman holen. Der grillt mich hier schon die ganze Zeit. Erst jetzt auf. So, da hinten ist nochmal ein Riesenhaufen. Der kommt auch gleich angelaufen, wenn ich Pech habe. Oh Gott. Das ist ja echt grässlich hier. Ups. Was haben sich die Entwickler gedacht, sich mir hier so viele hinzustellen und dann auch zu sagen, so, die musst jetzt alle töten, damit du überhaupt ansatzweise dann... Was... Egal. An deine Stärkepunkte kommst, damit du auch nur nach Irdorath darfst oder eher in Irdorath überhaupt was machen kannst. Ich darf natürlich schon vorher nach Irdorath, aber ich brauche die Stärkepunkte, da ich den Endboss besiege. Und wenn ich dann nicht genug Erfahrungspunkte zusammenkratze, also ja, damit ich noch auf 160 komme, dann, tja, dann komme ich gegen den Endboss nicht mehr an und ja, die sind echt assis, diese Entwickler, also. Beim normalen Gothic 2 war das alles machbar und ich musste diese ganze Riesenarmee hier nicht metzeln. Und jetzt, was geht ab? Hier, toll, wieder 4, toll. Freut mich, kommt doch her. Jetzt habe ich jetzt eigentlich kein volles Leben, ich Idiot. Ah. Ach Mann, jetzt töte ihn doch einfach. Danke, Klaue. Dass du mir auch ein bisschen hilfst. Du! Alter, ätzende Bastarde, ernsthaft, das ist ja nicht auszuhalten hier. Ich muss hier durch die ganze Armee rennen. Da rollt gerade eine Axt runter, er rutscht. Rollt. Ja, ich sehe es, wie sie rollt. Ich glaube, ich hau mir jetzt hier nochmal rein ihr Lebensenergie rein. Fuck, verbrauche ich viele Tränke irgendwie. Gut, so viele sind es jetzt gar nicht. Ich habe immer noch 19 reine Lebensenergie, die ich gar nicht alle brauchen werde, glaube ich. Aber es ist trotzdem ätzend, die ganze Zeit nur Tränke saufen müssen und so. Also, nächster Haufen, da hinten sind noch ein paar. Da ist auch noch Schamane dabei, freut mich. Ich dachte, die hätte ich schon alle erledigt. Nein, es sind noch zwei Schamanen. Also versuchen wir es irgendwie anders. Wisst ihr, hier mit einem Feuerregen reinstürmen, das wäre so genial gewesen. Aber nein, ich habe natürlich keine. Na gut, so genial, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich die alle erwischt hätte. Und wenn doch, dann hätte ich wahrscheinlich selber... Ach, leck mich doch. Na komm. Ja, du blöder Wichser. Schlägt er mich, obwohl er tot ist. Und zwar richtig. Ach Mann. Dämliches Spiel, das mich hier verarscht. Ja, toll. Springe ein bisschen fröhlich in der Gegend rum. Komme ich da nirgends hoch oder was? Soll ich jetzt den ganzen Weg außenrum zurücklaufen? Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Mann. So, bin wieder oben. Hoffentlich fahre ich da nicht nochmal runter. Schnappen wir uns kurz die zwei Waage. Die dürften eigentlich kein Problem sein. Und dann kommt nur noch dieser Haufen da hinten dran. Wie auch immer ich den noch platt mache. Vielleicht kriege ich die ja nochmal angelockt, aber ich glaube es irgendwie nicht so ganz. So. Und da ist nochmal so eine Hütte, wo bestimmt noch einiges an Zeug rumliegt. Wo ich auch nochmal rein will. Sondern das hier ist der Rest. Naja, nicht das. Das sind nur zwei vom Rest. Also ich messe hier wirklich die ganze Ork-Bagage platt. Also, ich metze hier wirklich alles ab, was hier rumrennt. Oh, guckt mal, da kommen ja gleich alle. Toll. Jetzt erstmal die Elite platt machen, aber ich werde wahrscheinlich echt ewig viel Leben verlieren. Wegen den Schamanen. Ja, schlagt mich halt trotzdem. Auch hier doch. Hey, hallo. Danke. Und du verziehst dich. Ja, ich sterb halt gleich. Ja, ja, toll. Was macht der Orkschamane da? Wieso wartet er, bis ich einmal rumgelaufen bin? Ich muss jetzt nah genug an ihn ran, dass er die scheiß Magie wegschlägt. Na, geht doch. Und die anderen kommen noch gar nicht, das ist perfekt. Oh nee, was ist denn jetzt los? Es ist da auch noch eingefroren. Ja, man sollte die Chance nutzen, wenn sie noch heiß ist. Keine Ahnung, ob es den Spruch wirklich gibt oder ob ich den gerade erfunden habe, aber ich... Oh, scheiße, ich war die 70. Ach, kack drauf, jetzt stirbt... Ja, du mich auch! So, da hinten lebt praktisch gar nichts mehr. Das war's also jetzt sozusagen. Gleich ist dieser scheiß Riesenhaufen hier platt und die ganze östliche Hälfte von der Burg, also östliche Hälfte seitlich der Burg, alles erledigt. Dann fehlt nur noch die andere Hälfte, ja, toll. Also ich habe jetzt gerade mal die Hälfte ungefähr erledigt und ich bin schon ewig beschäftigt.
Und vor allem, das ist nur die Hälfte von der Burg hier. Ich muss ja nochmal... Okay, im Orkgebiet ist eigentlich nicht mehr viel. Ich muss noch zu Xardas Turm, genau. Und dann muss ich noch zum Orkwall. Ja, das war der toll. Ich weiß, wie ich das mache. Moment. Erst seid ihr zwei dran. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Da ist schon wieder 16:30. Ich bin also jetzt schon einen halben Tag unterwegs am Orkwall. So. Das war's dann wohl. Ich glaube, das war's tatsächlich. Ich will jetzt aber noch zu Xardas Turm, bevor ich eigentlich weitermache. Ich weiß was, ich kloppe mich jetzt einfach noch bis zur Ramme durch. Also hier ist tatsächlich noch Zeug, ein bisschen Rohstahl, warum auch immer. Ich kloppe jetzt noch auf der anderen Seite bis zur Ramme vor. Und dann teleportiere ich mich zu Xardas Turm und wenn ich dort merke, kein Gegner mehr da, ja, wunderbar und so, dann porte ich mich zurück zur Burg und mache von der Ramme aus weiter in Richtung normales Burgtor, das ja jetzt mittlerweile offen ist, wegen irgendeinem Verräter, der die ganzen Orks eingelassen hat. Und die ganzen Orks haben tatsächlich die ganze Burg platt gemacht und ich alleine mache jetzt hier die ganzen Orks platt. Also ich bin schon etwas krass drauf im Vergleich zu diesen Tausenden von Paladinen, die da in der Burg gelebt haben. Gelebt hatten eher. Die sind jetzt alle hinüber. So, hier drin war ich schon. Ja, da waren diese Wargfälle. Das ist das hier, wahrscheinlich Heilkraut, brauche ich nicht. Stimmt's? Naja, sind Heilpflanzen und Heilkraut, ja. Das sah gerade kurz aus wie Kronstöcke, aber nein. Kronstöcke wäre aber echt noch cool. Wobei, ich brauch's ja gar nicht. Ich habe eh keine... Moment mal, stimmt, ich habe noch Drachenwurzeln. Kann ich auch noch fressen. Schön. Aber ich kann sie nicht zu Tränken verarbeiten. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung. Ich kann gerade mal Essenzen der Heilung machen und wenn ich dann Neoras zu irgendwas anwerben will, dann nur zu dem, wo ich jetzt lernen könnte. Oh, ficken. Toll, und ich speichere genau in dem Moment. Zum Glück nur auf den ersten. Ja gut, es... Oh, es sind drei. Och nee. Wie soll ich denn drei erledigen? So, die Musik geht schon wieder ab, voll chaotisch. Ich laufe gerade rückwärts. Nein, es geht nicht. Scheiße. Fickte Kacke, ich kann keine drei Ork-Elites erledigen. Hey, vielleicht bringt's was, wenn ich auf den Stein hier stehe. Hey, ich bin der Meister des Steines, verschwindet. Fuck. Okay, einer ist tot. Und der andere ist direkt vor mir. Also nicht ein Ork, den ich hätte. Oh, geil, es funktioniert. Der Stein ist genial. Ich liebe diesen Stein. Ich würde ihn heiraten, wenn ich könnte, aber es geht leider nicht. In diesem Spiel kann man keine Dinge heiraten und auch keine... Ah, fuck. Hätte ich doch bloß... Was ist denn jetzt los? Telefon. Ich gehe nicht ran. Das ist nicht für mich. Nein. Nein! Das Telefon ist schuld. Verpiss dich, Telefon. So, irgendjemand ist reingegangen. Oh nein. Oh fuck, zurück zum Stein. Stein, komm und rette mich. Na gut, ja, muss ich kommen. Ach nee, das ist für mich. Cut.